Liveball ab 50. Sie ist Volksjahr 50 geworden und unser Geschenk war an sie, wir gehen mit ihr dorthin. Aber wir haben mal gesagt, wir gehen mal nicht knockert. Ja? Wir wollen mal ein bisschen brüde sein. Und das Thema passt ja super, Edelweiß. Auf was freuen Sie sich denn am meisten heute? Auf die Eröffnung, die sehr toll sein soll. Und auf das Fest des Lebens danach. Mir hat das Motto, also mir hat das Thema sehr gut gefallen, weil heimatlos, also das ist wirklich irgendwie, man beschäftigt sich damit. Genau. Also das war wirklich ganz toll, dieses heimatlos sein. Ich finde den Event und die Idee dieses Liveballs wunderbar und ganz, ganz unterstützenswert. Allein das Motto dieses Jahres, wie schon gerade gesagt, finde ich sehr fragwürdig. Ich glaube, wir hätten ein Motto verdient, wo man sagt, Menschen kommen zueinander und schottet euch nicht ab. Und dieses Sound of Music ist, wie gesagt, diese Österreich-Tümelei, Deutsch-Tümelei wäre es bei uns, die ich schwierig finde. Der Event an sich ist geil, toll unterstützenswert, die Leute machen sich Mühe, wir machen uns Mühe, man kriegt viel Lob, Anerkennung, man kann andere Leute kennenlernen, das ist super toll, deshalb kommen wir auch immer wieder. Heimat bedeutet für mich, mit lauter verschiedenen Menschen zusammen zu sein. Alle haben verschiedene Glauben, alle haben verschiedene Vorstellungen und trotzdem kann man einen schönen Abend verbringen. Wenn man die Style-Bubble anschaut, die ist leider so wie jedes Jahr. Es ist halt Sound of Music, es sind halt belanglose Kostüme plus ein bisschen Gold, ein bisschen griechische Mythologie, ein bisschen Tod, ein bisschen was auch immer, Kloster, Katholizismus. Kreativer wäre schöner gewesen. Gegen Homosexualität hat sich das sehr geändert. Die Leute sind toleranter geworden. Ja, viel offener. Ja. Gott sei Dank. Ist es Zeit, zufrieden zu sein? Ich denke ja. Aber es ist sicherlich nicht die Zeit, sich zufrieden zu geben. Denn heute, so wie an jedem anderen Tag, infizieren sich neuerlich 5000 Menschen mit HIV. Es ist also noch ein steiniger Weg vor uns und eine große Aufgabe. Und ich danke allen, die diesen Weg mit mir gegangen sind von Anfang an, die ihn mit mir gehen und die ihn hoffentlich in Zukunft mit mir weitergehen werden. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum 25. Liveball